Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir wollen heute mal ein bisschen Pizzas ausfahren. Also eine Side Mission, die uns, glaube ich, 150% Health bringt. Dauerhaft. Und das so ähnlich wie die Paramedic Missions, allerdings slightly more annoying. Also erstmal müssen wir dazu zum Pizza-Bringdienst. Gedings Hauptquartier, Geschäft, Laden, was auch immer. Nichts passiert. Man kann auch durch eine gesplitterte Windschutzscheibe ganz prima durchgucken. Hast du gerade gesagt, dass ich hier nicht parken darf? Wer war das? Egal. Okay, na dann machen wir mal. Okay, Pizzas left und die müssen wir. Throw the pizza to the customers. Ja, das ist. Ist aus mehreren Gründen ist das nervig. Erstens mal, weil wir auf diesem blöden Ding sitzen, von dem wir ständig runterfallen, aber ich zumindest. Und dann müssen wir die Leute auch noch damit bewerfen. Worin ich wirklich schlecht bin. So, wie geht das? So. Okay, so ist das Prinzip. Und das muss man allerdings noch schnell machen können. Und das kann ich nicht schnell machen. Deswegen mache ich es gewissenhaft. In der Hoffnung, dass die Zeit reicht. Je länger die Mission dauert, desto knapper wird das Ganze, wie ihr euch denken könnt. Und runterfallen darf man sowieso nicht. Und das ist alles ganz furchtbar. Mister, deliver these pronto. Vamos, amigo. Ja, wohin denn? Hey, du Vollpfosten, du musst mir da noch welche geben. Deliver the damn food, Mister. Na also. So, da gucken wir erstmal auf die Karte, wo das ist. Das ist ein Paint Spray, okay. Uah! Ja. Man darf auch nicht mal mehr ein bisschen irgendwo gegenfahren. Das ist wirklich lästig. Für mich zumindest. Weil ich gerne gegen Sachen gegenfahre. Oh, das hat gereicht. Hätte ich nicht gedacht. Also wir müssen ungefähr in die Gegend werfen, wo der Kunde ist. Das ist ja schon mal gut. Ich persönlich fände es ein bisschen doof, wenn ich eine Pizza bestelle und die wird mir zugeworfen. Ich habe die schon ganz gern, aber das ist Amerika halt. Da wirft man Zeitungen und da wirft man halt auch Pizzen. Jupp, habe ich gemacht. Vorsichtig, vorsichtig. Ah. Wir sind nicht runtergefallen. Das ist. Sehr gut. Dann wieder zurück. Und das Ganze müssen wir sehr, 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 sehr oft machen. Ich weiß nicht, wie oft. Aber sehr oft. Und irgendwann kriegen wir. Ich weiß gar nicht, gibt es da ein Level für? Ja. Okay, im Norden und da zwei. Ich denke, ich werde das nicht alles onscreen machen, weil erstmal ist es so aufregend nicht. Meine, die Paramedic Missions, die waren wenigstens noch ein bisschen aufregend, aber hier, weil da war Blut involviert irgendwie, aber hier, das ist. Das Einzige, was ihr hier eventuell sehen könnt, ist, wie ich mich blamiere, weil ich ständig vom Roller kippe.
Und das müssen wir ja nicht so oft sehen, ne? Das reicht ja, das ein paar Mal sehen. So. Warum? Ah, weil dieses Blöde, das ist... Wenn diese blöden Laternenpfähle im Weg sind, die blocken das irgendwie komplett ab. Also das ist... Ich meine, das Ding lag näher dran, die Pizza lag näher dran, als die, die wir davor das geworfen hatten. Da am Malibu Club. Und trotzdem zählt die nicht. Also das ist irgendwie... Also die haben eine sehr seltsame Hitbox und was diese Hitbox, dieser Laternenpfähle mit den Pizzen macht, das ist auch irgendwie sehr seltsam. Also die sind unser größter Feind, abgesehen von Autofahrern, Motorradfahrern, Fußgängern und sonstigen Hindernissen. Eigentlich ist alles unser größter Feind. Die Zeit ist auch ein Feind und wo bist du denn da? So, Vorsicht. Ach, come on! Und das Werfen, also die Zielgenauigkeit, unsere Zielgenauigkeit ist einerseits ein Problem, andererseits ist aber auch ein Problem, was das Spiel als geglückten Wurf registriert und was nicht. Das ist nämlich auch nicht immer konsistent. Das ist also... Es ist eine der nervigsten Missionen. Mitunter mache ich die auch nicht, weil diese, ich meine, 150 Health ist so wichtig auch nicht. Aber andererseits, es ist auch nicht schlecht. Und ich meine, versuchen kann man es ja mal. Da. Ja, und wenn man einmal ins Schleudern gekommen ist, kommt man da auch schlecht wieder raus. So, hier, nimm hin. Wir können natürlich das Fahrzeug nicht wechseln. Das wäre ja, ne? Das würde ja. Das wäre ja okay. Da kommt man nicht rüber, oder? Probieren wir mal. Und so kommen wir da rüber. Okay. How? Pizza's for you. Es gibt auch keinen Zeitbonus, wenn wir eine Pizza ausgeliefert haben. Was soll das? Nur das, ich meine... Ich meine, die liegt da genauso rum jetzt, aber bitte, bitte, bitte. Also, ne. Wir sollten auch nicht allzu oft daneben werfen, weil wir ja unsere Pizzen dann jedes Mal wieder abholen müssen. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen näher ran hier. Okay. Ich will nicht Cash, ich will mehr Zeit. Okay, du nimmst sie sogar mit. Okay, gut. Okay. Ups, hätte er noch eine werfen müssen? Naja. Müssen eh zurück. Neue Bestellungen aufzunehmen. Ich meine, man könnte uns das auch irgendwie... Naja, wohl, Handys gibt es ja nicht so wirklich. Nee, wir müssen immer zurück, damit wir die Information kriegen, wo wir wieder neue hinliefern müssen. Da geht kein Weg vorbei. Hm. Okay, nehmen wir erstmal da oben. Wo sind die denn?
Dann, okay. So. Vier Minuten. Das Zeitlimit wird noch enger. Das ist, sieht nur im Moment so großzügig aus. Vorsicht, hat er einen Fall. So, du stehst natürlich hinter einer Latüchte. Es ist ganz gefährlich. Machen wir so. So, wo seid ihr? Ganz weit weg. Ja, ich muss mich hier noch mehr konzentrieren als in den anderen Missionen. Das fällt mir echt schwer. An irgendetwas anderes zu denken, wie zum Beispiel an Sprechen. Während dieser Mission. Das ist ein anderer Grund, warum ich die wahrscheinlich das Ganze wahrscheinlich abkürzen werde. Kommen wir nicht durch, ne? Ja. Hier durch? Auch nicht. Lalala. Meine Fresse. Okay. Zurück zum Restaurant. Und noch mehr Orders aufnehmen. Das Restaurant ist hier. Zeitlimit. Ich meine, wir müssen noch deutlich mehr ausgetragen kriegen oder geliefert kriegen in diesem Zeitlimit. Ja, ja, sind es immer 5 Minuten? Kann sein. Okay, die 3 da oben. Wir haben auch 6 Pizzen, das darf ich nicht vorbeiwerfen. Darf mich auch nicht verfahren. So, weil du da so doof. Oh, jetzt wird hier auch noch rumgeballert. Das ist ja. So, stehst natürlich auch wieder hinter der Laterne. Ich meine, du könntest ja irgendwie in 2 Meter, aber nein. Nein, es ist so, um mich möglichst
mein Frustrationspotenzial so groß wie möglich werden zu lassen. Sehr gut. So, wo sind die anderen? Sind die am Strand? Dann kann ich ja jetzt schon mal... Es ist da am Strand. Ach, come on. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Wie genau hast du eigentlich eine Pizza bestellen können hier mitten im Nirgendwo? Whatever. Ist ja nicht so, dass halt so... dass in den 80ern jeder ein Mobiltelefon hat. So. Haben wir schon mal etwas besser planen. Wir haben da 4, 2 und auf dem ja, auf dem Rückweg müssen wir uns neue Pizzen besorgen. Weil wir nur 6 haben. Wie komme ich zur Hölle? Wo genau bist du? Da, in diesem... Das ist ja ein Mist. Geh mal. Lass mich hier mal durch. Hier? Okay. Schon wieder, sehr gut. Wieso steht hier alles? Okay, habe zwar definitiv an dir vorbeigeworfen, aber das hat gezählt. Warum auch immer. Dies, guck mal, ich meine, das ist ja nicht mein... Nein, 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 darauf. So, und jetzt erscheint natürlich auch unsere, unser Pizzaladen nicht auf der Map, sodass wir uns vorher gemerkt haben müssen, wo der ist. Ist das hier? Nee, ist weiter im Süden. Ja. Wir müssen sie... Ah, das... Ich dachte, wir könnten... Nein, können wir offensichtlich nicht. Okay. Okay. Auch very annoying. Wir müssen die Pizzen erst alle ausliefern und können dann neue holen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wir können zwischendurch auffüllen. Aber können wir offensichtlich nicht, weil das wäre ja zu einfach. Ja, das wird...
langsam beginnt der stressige Bereich. Ich mache das häufig, also wenn ich es früher gemacht habe, habe ich es auch oft erst in dem anderen Stadtteil getan, weil da sind die Positionen, wo wir hinliefern müssen, ein bisschen leichter zu erreichen als hier, weil das ist ja doch eher so lästig. So, jetzt können wir erst neue holen. Das ist, wer hat sich sowas ausgedacht? Rockstar Games. Aber jetzt erscheint der Blip auch auf unserem Radar immerhin. Schauen wir es noch. Sieht so aus. Okay. Come on, you lazy bastard. Deliver this crap on time. Okay, dann müssen wir jetzt also Sechsergruppen planen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir dürfen, glaube ich, auch nicht den Polizisten bewerfen. Der findet das, ich glaube, der nimmt das als Anschlag, als Attentatsversuch wahr, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher. So, wo sind denn die nächsten? Da. Die liegt aber doof. Wir müssen aber eh welche neue holen, also können wir das jetzt auch anders machen. Wir haben noch drei. Hier tatsächlich. Hier ist noch einer am Strand. Oh, okay. Wo denn? Da. Gut. Aussieht, nehme ich doch alles auf. Okay. Okay. Direkt da. Okay. Ja, ja. Könnte es auch ein bisschen freundlicher sein zu mir. Da würde mir die Arbeit vielleicht leichter von der Hand gehen. Blöder Ausbeuter. Ah, nicht totfahren. Das ist auch keine gute Idee. Ja. Okay. Mache mich erstaunlich gut. Ich hätte gedacht, dass ich viel häufiger
irgendwo gegenfahre, aber. How? Pizza's for you. Okay. Erstmal die da unten. Fahre ich da am besten hin? Ja, von der Hauptstraße ist es am besten. Ganz sicher sein. Bisschen Risiko hat diesmal funktioniert. Sollte ich allerdings nicht so oft machen. Weil jede Pizza ist dann wird so langsam kostbar. Okay, so. Das ist bei übrigens, upala, bei weitem noch nicht die nervigste dieser Sidequests. Hier hin. So. Lang, lang, lang. Ja, ja. You again? Well, deliver these quick, pal. Am Strand, okay. Oh, hier kommen wir auch durch, gut. Okay, das sieht gut aus. Und der letzte ist da. Okay. So, ist wieder zurück. Und das Ganze noch ein halbes Dutzend Mal.
Mister, deliver these pronto. Vamos, amigo. Quatsch nicht so viel, gib mir lieber die Pizza schneller. Zwei da unten, die können wir noch machen. Und dann fange ich an nachzudenken. Und wieder am Strand. Ja. Okay. Pizza-Bringdienst. Ja, aber ich denke, ihr habt sind jetzt schon, habt das, euch das jetzt eine halbe Stunde angeguckt. Ich werde das jetzt den Rest offscreen machen. Ich meine, ich kann hier zwischendurch eh nicht speichern, deswegen ist das sowieso alles egal. Ja, hast du genommen. Also die liegen natürlich jetzt hier sehr günstig. Das muss man ja schon mal sagen. Ich meine, ich kann es auch einfach noch laufen lassen. Ich werde dann hinterher entscheiden, was ich rausschneide. Oder ob ich was rausschneide. Ich neige ja dazu, die Sachen nicht rauszuschneiden. Oder möglichst wenig offscreen zu machen. Oder wirklich nur Sachen, die wir in genau gleicher Form schon 100-mal gemacht haben. Weil... ich weiß nicht, ich finde, das gehört irgendwie dazu, auch wenn andere Let's Player das komplett anders handhaben. Ist im Endeffekt, denke ich, Geschmackssache. So, sollen wir hier. Wieder jemand am Strand. Allerdings ganz in der Nähe, gut. Glück, dass wir da keinen Stern für gekriegt haben. Die Polizei ist dann nämlich ein bisschen pingelig. Manchmal. Oh, naja. Kein Verkehrsunfall. Okay, more orders. Gut. Die waren wirklich sehr günstig angeordnet, kann man sagen. Konnte man es nicht beschweren. Ich habe auch erstaunlich wenig Leute ermordet bisher. Während unseres Ausfahrens hier. Okay. Next one. Oh, das war's schon. Wow. Es ging schneller, als ich dachte. Wie super. Also es war okay. Hat alles besser funktioniert, als ich dachte. Also. Vielleicht ist das hier doch besser, als in dem anderen Teil der Stadt, das hier zu machen. Weil das hat sich jetzt... Ich hab die... Upala, Entschuldigung, Herr Polizist. Das ist ja wieder lästig jetzt. Ja, ja. Was soll ich sagen? Ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich anfange, richtig frustriert zu werden, beziehungsweise es richtig schwierig wird und ich anfange Fehler zu machen und das Zeitlimit nicht mehr reicht und hier und da und aber alles ist irgendwie vergleichsweise easy gewesen.
Okay, positive Überraschung, ist auch schön. Unser verdammtes andere Straße. Es ist immer die andere Straße. Es ist immer hier und jetzt müssen wir hier noch ins Eck. Okay. Gut. Ja, das war's für die Pizza Bringdienst-Mission. Wir haben jetzt speichern wollte ich noch nicht. Wir haben jetzt 150 Health. Irgendwo Body Armor nehmen wir uns beim nächsten Mal einfach aus dem Hotel mit. Und ja, dann können wir mit den normalen Missionen weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.